Hallöchen zusammen und willkommen zurück zu Elisabeth der Ersten. Ja, ich habe einen kleinen Zeitsprung gemacht, denn wir sind jetzt am 14.11.1572, also ich bin aufs Ende des Jahres. Auf das Ende des Jahres gegangen natürlich. Und wollte euch mitnehmen mal wieder auf eine Privy Council-Sitzung. Die letzten ist nämlich nicht wirklich viel passiert und ich würde aber sagen, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Gut, ja, wie ihr seht schon, finanziellen Status hat sich auch nicht wahnsinnig viel getan. Wir nehmen natürlich wie immer teil. Im April schließen Frankreich und England den Vertrag von Blois, einen Nichtangriffspakt. Darüber hinaus sieht der Vertrag gegenseitige Unterstützung für den Fall eines Angriffs von dritter Seite vor. Das heißt, Frankreich unterstützt uns jetzt, sollte irgendwas passieren. Ja, lese ich einfach auch mal vor. Warum nicht auch mal was Größeres? An St. Bartholomäus in der Nacht vom 23. auf 24. August 1572 findet in Paris eines der fürchterlichsten Massaker in der europäischen Geschichte statt. Ausgangspunkt ist das gescheiterte Attentat auf Gaspard de Coligny, dem geistigen Führer der Hugenotten und Ratgeber des französischen Krieges, dessen Einfluss bei Hofe der Familie Guise, heißt es nicht de Guise eigentlich? Ja gut, egal, ein Dorn im Auge ist. Unter Duldung, wenn nicht sogar auf Geheiß der französischen Regentin Katharina von Medici, oder Medici, stürmt danach ein fanatisierter Mob, mein Gott, ich kann nicht mehr lesen, den Königspalast und schlachtet die dort komplett versammelte Führungselite der Hugenotten ab. Der französische Bürger- und Glaubenskrieg, der nun schon seit mehr als 10 Jahre dauert, erlebt seinen bisher blutigsten Höhepunkt. Äußerer Anlass sind die Hochzeitsfeierlichkeiten zu Ehren eines königlichen Brautpaars. Prinz Heinrich von Navarra, umstrittener Hugenottenführer mit Ambitionen auf den Lilienthron, und Margarete von Valois, Tochter der Medici und Schwester des amtierenden Königs von Frankreich, Karl IX. Die Aussicht auf einen hugenottischen, sprich protestantischen Thronanwärter ist zu viel für die katholische Liga, die sich um das Haus der Guise geschart hat. Mit dem Schlachtruf Tuez, Tuez, tötet, tötet. Das war der letzte Eintrag. Ja, damit ist die Privy Council Sitzung auch wieder vorbei. Und ich werde mal schauen, dass ich weitermache. Und wenn etwas Aufregendes passiert, seid ihr wie immer mit dabei. Schatzmeister erhoben. Die neue Stellung verlangt meine ganze Aufmerksamkeit. Die alten Ämter lasten schwer auf mir. Weshalb wir uns entschlossen haben, euch zum ersten Gesandten und Vorsitzenden des Privy Council zu bestellen. Majestät, ich werde euch nicht enttäuschen. Das wissen wir. So, wir sind zurück. Und zwar sind wir mittlerweile im Jahre 1575. Ja, es ist leider nicht wirklich viel passiert, sonst hätte ich euch das natürlich gezeigt. Aber steht mal wieder die Privy Council an und da gehen wir natürlich noch rein.
Jo, und da sind wir auch schon. Die spanische Expansionspolitik, insbesondere aber der immens teure Feldzug gegen die aufständische Niederlande, fordert ihren Preis. Das scheinbar reiche Spanien, Weltmacht und Herr über die Gold- und Silberminen in Mexiko und Peru, kann die eigenen Staatsanleihen nicht mehr zurückzahlen. Philipp II. Sieht sich gezwungen, den Staatsbankrott zu erklären. Für die spanischen Schuldner hat das fatale Konsequenzen. Wer spanische Anleihen besitzt und sich im Besitz sicherer, weil staatlich garantierter Papiere wähnt, sieht sich von einem Tag auf den anderen um seine Ersparnisse gebracht. Die noch existierenden Staatsanleihen sind mit einem Mal das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind. So kann's gehen. Ist ja unerhört, ungeheuerlich. Ich bin völlig ruiniert. Im Vertrauen auf Glanz und Ruhm der spanischen Krone und mit der Hoffnung auf reiche Gewinne lieh ich den Spaniern Geld, wie es viele taten. Heute komme ich her, um Geld mit Zins und Zinseszins zurückzufordern und muss hören, Philipp, König Spaniens, erklärt den Staatsbankrott, als wenn ich ihm nie etwas geliehen hätte. Alles, was ich mir in den letzten Jahren mühsam erworben habe, gehört nun ihm allein. So hell ist er und Spanien hinterher. Majestät Königin Elisabeth I. schickt mich zu euch. Sie möchte euch zu einer Audienz empfangen. Eine Jörn. Audienz? Ihr wisst nicht zufällig, worum es geht. Verzeiht, Sir, aber ich bin nicht befugt. Puh, ich wollte ihm natürlich nicht ins Wort quatschen, dem guten Captain. Ja, aber natürlich wie immer. Ist ja schon gut. Ich kenne das Prozedere mittlerweile zur Genüge. Sagt ihr, ich käme so schnell wie möglich. Der herbeigerufene Kaufmann wird hereinbefohlen. Meine Königin? Ihr wisst, was ein Kaperbrief ist. Ein geheimes Papier, das Herrscher aller Länder an Handelsfahrer ihres Vertrauens zu vergeben pflegen. Alle Welt hat Kenntnis davon, obwohl es noch kein Herrscher zugegeben hat. Sehr richtig. Es beinhaltet die Erlaubnis und Verpflichtung, Schiffe und Städte fremder Mächte zu erobern und einen festbestimmten Teil des erbeuteten Schatzes der Krone zuzuführen. Und dabei einheimische Schiffe und Städte auszulassen, sowie von seinesgleichen verschont zu bleiben. Eben einen solchen Kaperbrief gedenken wir euch zu verleihen, wegen eurer großen Verdienste um die englische Krone. Es ist sehr gütig, Eure Majestät. Ich bin mir der Auszeichnung sehr wohl bewusst. So nehmt diese Urkunde. Sie diene euch als Ausweis vor anderen englischen Kaperfahrern. Sie unterliegt im Übrigen strengster Geheimhaltung. Selbstverständlich, Eure Majestät. Er kann jetzt gehen. Ja, er ist gegangen. Gut, würde ich aber sagen, machen wir gerade mal noch weiter. Schaut euch mal an, wir sind nämlich jetzt hier mit unserem Freibeuterbrief. Sieht man leider noch unsere Niederlagen bisher. Ja, was hat sich getan? Wir haben wieder ein bisschen Geld dazu bekommen. Ich habe ein Schiff gebaut, ein New Titanic, habe ich es einfach mal genannt, weil was kann schon passieren. Genau. Ansonsten habe ich in Edinburgh unser Lager aufgegeben. Denn ja, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da nochmal als Gesandte eingestellt werden, ist relativ klein. Eher in eine andere Stadt, früher oder später. Aber ja, ich habe gedacht, das hat sich auch nicht wirklich rentiert da hinten. Deshalb ist das erstmal aufgelöst, aber nichtsdestotrotz mache ich wieder weiter, bis was passiert und wir sehen uns dann demnächst wieder.
Wir freuen uns, euch zu sehen, Captain. Endlich mal jemand, der uns nicht um finanzielle Unterstützung angeht. Mancher Untertan glaubt wohl, er sei im Haus der mildtätigen Schwestern gelandet. Unsere Mildtätigkeit hat aber ihre Grenze, nämlich da, wo sie anfängt, Geld zu kosten. Doch wir wollen euch nicht länger mit solchen Petitessen langweilen, Captain. Wir haben ein ganz anderes Problem, wie uns der Sonderbeauftragte für Schiffsbau, John Hawkins, mitteilte. Kennt ihr Sir Martin Frobisher? Ich habe schon von ihm gehört, meine Königin. Nun, dieser Frobisher ist aufgebrochen, eine Nordwestroute zu den Gestaden solcher Länder zu finden, in denen Gewürze und allerlei gewinnversprechende Pflanzen wachsen. Als verspätete Nation sind wir auf neue Wege dieser Art angewiesen. Wollen wir nicht immer den Spaniern oder Portugiesen ins Gehege kommen? Frobisher hat, was wir ihm hoch anrechnen, auf eigene Kosten eine Expedition zusammengestellt und ist vor einigen Monaten aufgebrochen. Doch Hawkins will diesen Strategen in England sehen, für den Fall, dass die Spanier der Hafer juckt. Unsere Bitte daher, Captain, findet uns Sir Martin und bringt ihn nach England zurück. Hier wird er dringender gebraucht. Ja. Himmelfahrtskommando, Expedition ins Ungewisse, würde ich eher sagen, oder? Probieren wir mal aus. Ich werde es versuchen, so gut ich es vermag, aber wo, Eure Majestät, soll ich anfangen zu suchen? Auch wir haben nur wenig Anhaltspunkte. Wie Hawkins uns sagte, muss Sir Martin wohl zunächst nach Edinburgh gesegelt sein. Warum auch immer. Hawkins nannte den Namen eines zuverlässigen Werftmeisters dort, Francis Cullen. Den könnt ihr zunächst aufsuchen. Lieb und teuer? Ich will alles unternehmen, um meiner Königin zu dienen. Ich bringe euch Sir Martin zurück. Puh, da wusste ich gerade selber nicht, was jetzt was genau heißt, aber gut. Die Aufgabe sollte klar sein. Wir müssen zuerst mal nach Edinburgh fahren. Dafür muss ich aber zuerst mal eine Mannschaft aufstellen. Das mache ich kurz und dann geht's gleich weiter. So, in Edinburgh angekommen. Würde ich sagen, gehen wir erstmal in die hiesige, in die Werft, würde ich sagen. Oder hat er gesagt, ein Schiffsjunge. Ihr seid Francis Cullen, der Meister auf dieser Werft? Der und kein anderer, Sir. Worum geht's? Ich bin ein seefahrender Händler aus London und unterwegs im Auftrag der englischen Königin. John Hawkins nannte mir euren Namen, als ich ihn nach einer Vertrauensperson fragte. Das ehrt mich, Sir. Was kann ich für euch tun? Ich bin auf der Suche nach Sir Martin Frobisher, der mit seiner Expedition nach Norden hier angelegt haben soll. Wisst ihr was davon? Ja, der war mal hier. War aber auch nicht zu übersehen mit seinen 15 Schiffen. So viele? Wann war das? Ist schon etliche Wochen her, Sir. Und was wollte er hier? Habt ihr was gehört? Ich weiß nur, dass er nach brauchbarem Kartenwerk gefragt hat. Ihr habt keine Idee, wo er das gekauft haben könnte? Wenn Sir Martin wirklich noch Seekarten brauchte, dann kann er die eigentlich nur bei Master Nicholson in der Baker Street gesucht haben. Das ist der beste Kartograf weit und breit. Ich danke euch für die Information, Master Cullen. Vielleicht helfen Sie mir weiter. Nicht zu danken, Captain. Bye. Gut, das heißt, wir müssen diesen Kartenschreiber, oh hier, Kartograf, mal aufsuchen und mal gucken, was der zu sagen hat. Mr. Nicholson? Bitte, Sir. Meister, wir sind auf der Suche nach einem Mann, der vor einigen Wochen euer Kunde gewesen sein muss. Ich habe mit Verlaub mehrere Kunden im Jahr. Sonst könnte ich wohl kaum existieren. Das glaube ich gern, Sir. Doch dieser eine war etwas Besonderes.
Er leitete eine Expedition mit dem Ziel, die Nordwestpassage zu finden und soll bei euch um Karten nachgefragt haben. Ach, ihr meint Sir Martin. Natürlich kann ich mich an den erinnern, auch wenn das nicht angenehm für mich ist. Was wollt ihr damit sagen? Frobisher kam zu mir, es ist tatsächlich schon einige Wochen her, und interessierte sich für meine Karten und allerlei Literatur. Er kaufte ein Buch und wünschte eine Karte über das nördliche Friesland. Nordfriesland? Was in Gottes Namen wollte er da? Irgendjemand muss ihm erzählt haben, dass die Nordwestpassage über das nördliche Friesland führt. Jedenfalls gab ich ihm die gewünschte Karte und er verließ mein Geschäft. Weil aber auch mir die nordfriesische Variante unbekannt war, habe ich mir die entsprechende Karte nochmals angesehen und dabei entdeckt, dass sie grobe geografische Fehler enthielt. Friesland liegt nie und nimmer so weit nördlich. Natürlich habe ich die fehlerhafte Karte sofort verbrannt und den Zeichner, von dem die Karte stammte, rausgeschmissen. Aber Sir Martin konnte ich nicht mehr warnen. Der ist mit der falschen Karte losgesegelt. Eine sehr peinliche Angelegenheit, Sir. In der Tat, Meister Nicholson. Also müssen wir zunächst diesen elenden Kopisten finden. Wie hieß er doch gleich? Webster. Er wohnt in der Elm Street, gleich nebenan. Aber ob ihr ihn da findet? Ich habe ihn seit einigen Wochen nicht mehr gesehen. Ich kann euch aber führen, wenn ihr wollt. Bemüht euch nicht, Meister. Wir werden uns schon umhören. Habt vielen Dank und überprüft lieber eure Karten. Wenn da Genua an der Elbe liegt, dann solltet ihr euch ans Korrigieren machen. Auf Wiedersehen! Der muss sich nicht wundern, wenn ein Kunde nach dem anderen als verschollen gilt. Und wenn wir jetzt nach Nordfriesland segelten? Aber Lieutenant, Frobisher reist doch mit einer falschen Karte. Es wäre falsch, jetzt die richtige Karte zu nehmen. Richtigerweise müssen wir uns die falsche nochmals herstellen lassen. Wie meinen, mein Captain? Und sowas will mein Nachfolger werden. Ich erklär's euch bei Gelegenheit. Und wo sollen wir hin? Wir haben doch mehrere Möglichkeiten, Lieutenant. Ja. Bei Gelegenheit geht es hier auch weiter, um genau zu sein, findet ihr das im Sendeplan immer. Aber für das Erste soll es hier gewesen sein, sonst wird die Folge zu lang und an derselben Stelle geht es aber in der nächsten Folge weiter. Bis dann.